Grüezi miteinander. Ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen zu diesem digitalen Anlass, die Gemeindeversammlung, wie wir es nennen. Herzlich willkommen dieses Mal auf der Botschaft. Diejenigen, die schon frühere Male zugeschaut haben, sehen, dass wir ein bisschen einen anderen Hintergrund haben. Wir haben dieses Mal sind wir nicht im Esszimmer der Residenz, sondern im Sitzungszimmer der Botschaft. Deswegen sieht es ein bisschen anders aus. Aber das Format ist wie gehabt. Ich werde wie immer unterstützt von zwei Personen. Zu meiner Linken Silvia Spahn. Sie ist die Konsulin. Sie leitet bei uns die konsularische Abteilung. Sie wird auf Englisch antworten und allenfalls mir auch helfen, wenn es technische Fragen gibt aus dem Konsularbereich. Und dann habe ich zu meiner Rechten Vicky Janssen. Sie ist die stellvertretende Leiterin unserer politischen Abteilung. Sie wird sie kommt aus Genf und sie wird auf Französisch antworten. Wir haben wieder eine Stunde Zeit. Ich weiß, das letzte Mal haben wir ziemlich überschritten. Dieses Mal möchten wir schauen, dass wir durchkommen. Aber es gibt, muss ich sagen, immer noch viele Fragen, die Sie beschäftigen. Wir haben rund 60 Fragen erhalten und werden uns wirklich bemühen, möglichst auf viele, wenn nicht alle, zu antworten. Wir müssen schauen, wie es geht. Wir haben uns aber zwei Schwerpunktthemen auf die Fahne geschrieben, mit denen wir beginnen möchten. Das eine ist eine Nachricht an die Rednerinnen und Redner, die in der Schweiz oder sonst irgendwo im Ausland gestrandet sind und seit Monaten nicht zurück nach Thailand kommen. Das wird Schwerpunktthema 1 sein. Und dann das zweite Schwerpunktthema ist die Visa-Amnestie für diejenigen, die sich hier mit einem Touristenvisum oder sonst irgendwie kurzfristig in Thailand aufhalten. Sie wissen, die Amnestie wird bald ablaufen, am 26. September. Wir haben neue Informationen, die wir mit Ihnen teilen möchten. Und nachher gehen wir wie immer den Fragebogen durch und da wird es dann zum Teil nochmals Vertiefungsfragen geben zu diesen beiden Schwerpunktthemen, aber auch ganz, ganz andere Fragen. Das wäre mal so zum Einstieg, bevor wir in die Schwerpunktthemen gehen werden. Und da möchte ich jetzt Vicky Janssen bitte, das auf Französisch kurz zu erklären. Bonjour, bienvenue à tous à cette nouvelle interaction virtuelle avec l'ambassade. Cette fois, nous sommes pas à la résidence de l'ambassadrice, mais dans la salle de conférence de l'ambassade. Donc c'est le format reste le même, mais c'est juste un paysage un peu différent que vous pouvez voir. Aujourd'hui, nous sommes avec l'ambassadrice Hélène Boudéguer-Artieda et aussi avec la consule Silvia Spahn qui parlera en anglais et qui est aussi là pour répondre aux questions techniques. Et moi-même, Vicky Janssen, donc chef adjointe de la section politique et économique et qui parlerait en français. On a reçu pour cette interaction virtuelle plus de 60 questions, donc de nouveau beaucoup d'intérêt. Les deux points principaux par lesquels on va commencer, c'est d'abord une information pour les retraités qui sont bloqués à l'étranger ou en Suisse et qui souhaitent revenir. Et une deuxième information importante sur l'amnistie de visa, vous savez qu'elle prendra fin tout bientôt le 26 septembre. Donc nous avons des informations importantes ici à transmettre et ensuite on prendra les questions un peu une à une, certaines sur les mêmes sujets et d'autres questions qui nous ont été transmises. Sylvia, en anglais. Welcome again to this town hall meeting. Thank you very much for being with us. This time you see it's another environment. You're here at the embassy and not at the residence as before, but the format will be the same. We are here, the ambassador and Vicky Janssen from deputy head of political and economic section and myself, head of the consular section. We have received quite a lot of questions again, around 60. And we will first speak about two main topics. The first one will be the questions about the retired people who are stuck in Switzerland a few months already. We have information for them. And the second topic will be the visa amnesty, which is expiring 26th of September for the persons who are here on tourist visa. Then we are doing the questions one by one again and talk about the topics maybe a little bit more than the question arises.
Gut, beginnen wir mit der Frage der Rentner oder Rentnerinnen. Und es ist eigentlich nicht so sehr der Status, ob man Rentner ist oder nicht, sondern es geht eigentlich um alle Personen, die keine Aufenthaltsbewilligung haben in Thailand oder die nicht mit einem thailändischen Staatsangehörigen verheiratet sind. Also alle Personen, die mit einem Jahresvisum oder Long Stay, der technische Ausdruck ist Non-Immigrant O, Visa normalerweise sich in Thailand aufhalten. Wir möchten uns wirklich an diese Personengruppe richten. Wir kriegen mehr und mehr Zuschriften. Wir wissen, dass der Druck enorm ist. Wir wissen von Personen, die seit Februar, März in der Schweiz gestrandet sind. Und die Tatsache einfach ist bis heute, dass diese Personen nicht in die Kategorien, die die thailändische Regierung festgelegt hat, das sind 11 Kategorien, also sie sind nach wie vor nicht in eine solche Kategorie aufgenommen und deswegen erfüllen sie formell die Einreisebedingungen nicht gemäß thailändischer Regierung. Jetzt, ich muss Ihnen sagen, als Botschafterin wird mir auch viel geschrieben, ja, warum machen Sie nicht, Frau Budliger? Es ist doch Ihr Job, für uns einzustehen. Ja, ich bin völlig einverstanden mit Ihnen. Ich glaube, zu Beginn, und da bin ich nicht die einzige Botschafterin, haben wir gesagt, okay, wenn die thailändische Regierung Repatriierungsflüge organisiert, dann ist das mal primär für thailändische Staatsangehörige, die im Ausland gestrandet sind. Also das war eine Kapazitätsfrage. Auch diese Quarantäne-Installationen, die es gibt, die State Quarantine und die Alternative State Quarantine. Zu Beginn gab es da wirklich Engpässe. Und dann, das war wie gesagt bei uns auch so, auf unseren Repatriierungsflügen haben wir auch gesagt, die Schweizer haben Vortritt und wenn wir noch Platz haben, schauen wir, was noch andere Staatsangehörige für Bedürfnisse haben. Und ich bin wirklich bei Ihnen. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir unseren Druck auf die thailändische Regierung erhöhen müssen, was wir auch tun und wo wir klar signalisieren müssen, jetzt ist wirklich Zeit, dass diese Non-Immigrant-Visas, also diejenigen, die eben diese Jahresvisum haben, dass sie zurückkommen nach Thailand. Wir haben unsere Bemühungen stark intensiviert. Ich war persönlich beim National Security Council, die spielen ja eine wichtige Rolle in dieser Covid-Taskforce. Ich war auch beim Migrationsamt, wurde dort vom Deputy Commander in Empfang genommen. Ich habe auf allerhöchster Stufe im Außenministerium insistiert, dass jetzt diese Gruppe wirklich einreisen kann. Wir sind in Kontakt mit dem Tourismusministerium. Ich hoffe, dass ich bald mit dem Minister telefonieren kann. Wir haben noch andere Kontakte, die wir aktiviert haben. Und ich glaube, was bis jetzt immer gut funktioniert hat, ist auch unsere Solidarität mit anderen Botschaften. Also wir schließen uns zusammen, sei das mit Schengen-Partnern, sei das mit EU-Ländern, sei das mit unseren angelsächsischen Freunden. Also ich kann Sie versichern, dass wir mit Hochdruck, und ich würde wirklich sagen, das ist heute im Moment unsere größte Herausforderung, dass wir das erreichen können, dass Sie einreisen können. Heute, Montag, 14. September, ist es leider noch nicht so weit. Aber ich lasse mich so weit auf die Äste heraus, dass ich sage, dass ich jetzt wiederholt positive Signale erhalten habe. Es dauert aber offenbar noch ein bisschen, weil man sich jetzt gegenseitig bespricht. Die involvierten Ministerien und Agenturen und Behörden müssen sich offenbar jetzt sehr absprechen. Aber heute getraue ich mich zu sagen, dass wir positive Signale erhalten haben und dass ich wirklich hoffe, dass wir sehr bald mit guten Neuigkeiten aufwarten können. Wenn wir das nicht an einer Town Hall, was ich eigentlich hoffte, dass ich es heute sagen kann, aber wir sind noch nicht so weit, werden wir es garantiert über unsere üblichen Kanäle publizieren. Also wir werden auf Internet, auf Facebook und ich habe seit Anfang August auch einen Twitter-Account. Also sobald wir gute Neuigkeiten haben und sobald wir wissen, dass die Türe und Tore offen stehen für die Rednerinnen und Redner, werden wir sie informieren und werden sie auch unterstützen. Ich habe das bereits das letzte Mal gesagt, wir haben innerhalb der Botschaft eine Taskforce auf die Beine gestellt, die von unserer Kollegin Barbara Mises geleitet wird.
Und wir kümmern uns wirklich so gut es geht. Was Sie von mir nicht erwarten können, ist, dass ich öffentlich oder über die Presse Druck mache. Es ist nicht, weil ich irgendwie nicht arbeiten will oder so, aber ich habe das Gefühl, dass das kontraproduktiv wäre. Ich habe das Gefühl, diese Gespräche und die intensiven Gespräche, ja, also ich kann, glaube ich, sagen, letzte Woche habe ich fast nichts anderes gemacht, als mich um diese Rentnerfrage zu kümmern, also diese intensiven Kontakte, die wir hinter den Kulissen führen. Das ist meine Einschätzung, ist wahrscheinlich produktiver. Es gibt dann ganz viele Fragen, wir gehen dann einzeln nochmals darauf ein, aber im Moment ist das, wie gesagt, unsere größte Herausforderung. Wir haben viele andere Dinge, die wir auch schauen müssen, Schweizerinnen und Schweizer mit Problemen in dieser schwierigen Zeit von Covid. Aber Hauptpunkt auf meiner Agenda ist im Moment die Frage, dass wir Non-Immigrant öffnen können. Wir versuchen den Thailändern auch zu erklären, dass das wirtschaftlich Sinn macht. Man liest in den Zeitungen immer wieder, dass man sich jetzt Soft Opening von Phuket überlegt. Man hört, dass die Tourismusbehörde zusammen mit dem Privatsektor Langzeit-Tourismuslösungen sucht. Und wir sagen den Thailändern, das ist alles gut, arbeitet daran. Wir Schweizer, Schweizerinnen lieben Thailand als Ferienland, aber schaut doch bitte zuerst, dass diejenigen, die eigentlich in Thailand zu Hause sind, jetzt so schnell wie möglich nach Hause kommen können. Das scheint uns wirklich der nächste natürliche Schritt. Gut. Vicky. Alors, le premier point, donc, comme on avait annoncé par rapport aux retraités, donc ce sont pas que les retraités, ce sont toutes les personnes qui nous pas de permis de séjour, de résidence ici en Thaïlande, mais qui ont un visa annuel, principalement le non-immigrant O visa, et qui normalement vivent ou passent une grande partie de leur temps en Thaïlande. Donc, nous recevons de plus en plus de questions e-mail de personnes qui ne peuvent pas revenir depuis le mois de mars déjà, et car ils ne font pas partie des 11 catégories qui sont autorisées par le gouvernement thaï à revenir en Thaïlande. Et alors, vous vous demandez pourquoi l'ambassade ne fait rien à ce propos. Donc, les retours au début étaient, on peut le comprendre, d'abord prioritaires pour les citoyennes et les citoyens thaï, de même que les établissements de quarantaine. Donc, c'était pour ça que la priorité venait à ces personnes. Et ensuite, s'il y avait de la place sur les vols, par exemple, qui étaient organisés, c'était pour les autres étrangers. Mais maintenant, on considère qu'il est temps que les non-immigrant visa O et les visas annuels puissent revenir en Thaïlande. Donc il y a eu beaucoup de démarches du côté de l'ambassade, de l'ambassadrice, qui a rencontré récemment plusieurs interlocuteurs qui sont actifs au sein du gouvernement par rapport à cette situation, notamment le secrétaire général du National Security Council, qui fait partie de la Task Force COVID, les autorités de l'immigration, plusieurs représentants du ministère des Affaires étrangères, également en contact également avec le ministère du Tourisme. L'ambassadrice devra avoir un téléphone avec ce ministre tout bientôt. Et bien sûr, il y a beaucoup de solidarité avec les autres ambassades, avec les ambassades de Schengen, mais aussi de l'Union européenne et nos amis anglo-saxons. Maintenant, on se rend compte que c'est vraiment notre plus grand défi ici à l'ambassade. Aujourd'hui, 14 septembre, il n'y a pas encore de changement, mais on a reçu des signaux positifs et on espère que bientôt on pourra vous annoncer des nouvelles plus positives. Et dès qu'on aura des nouvelles, ce sera transmis sur nos canaux habituels, Facebook, site internet, mais aussi le nouveau compte Twitter de l'ambassadrice. On a aussi une task force au sein de l'ambassade qui est menée par notre collègue juste derrière la caméra, Barbara Mizesk, et donc les collègues ici de l'ambassade sont là pour vous soutenir. L'ambassadrice, vraiment ces derniers jours et dernières semaines, avec les collègues de l'ambassade, ont mené des discussions assez intenses avec les différents interlocuteurs, et c'est ce que, selon nous, on estime que c'est vraiment la manière la plus constructive d'avoir un échange avec le gouvernement. Et ces questions sont vraiment un des points principaux que nous avons à l'agenda à l'ambassade. On essaye aussi d'expliquer au gouvernement que c'est dans l'intérêt aussi de leur économie, de l'économie domestique, de pouvoir faire revenir les personnes qui normalement vivent en Thaïlande ici. Et vous avez aussi entendu que
il y a des plans de rouvrir, par exemple, Phuket pour le tourisme, qui est aussi important pour l'économie. On estime que ceux qui se sentent à la maison ici en Thaïlande devraient aussi pouvoir revenir. Okay, so we're talking now about these persons that are in benefit of a retirement visa, which is not a yearly visa, or non-immigrant O. We receive more and more questions about what we are doing in this respect, and we can tell you that we are recently strengthening our force in making sort of pressure on Thai authorities to allow those people to come back also to Thailand. Beforehand, it was clear that the repatriation flights and everything has been a priority on the Thai nationals to come back, but now it's high time that also people with living here with retirement visa or spent most of the time in Thailand could come back. So recently, the ambassador has been talking with the National Security Council, which is part of the COVID-19 task force. She has been talking to Deputy Commander of Immigration and Ministry of Foreign Affairs, and will soon have a talk with the Minister of Culture. And in all these talks, we are stressing out that it's very difficult for those people who are living in Thailand and cannot come back at that moment. Today, we cannot say it's possible to come back, but we have been leading these talks, and we have been getting back positive feedback. So, but internally, the process must be worked out again. But we are positive that it will be soon. We will have soon good news, which we will distribute to you on the normal channels, Facebook, email, whatever. And we have a special task force group here at the embassy with Barbara Mises to coordinate these efforts. Good. Dann unser zweites Thema ist die Visa-Amnestie. Wir waren deswegen bei der Migration und wollten uns wirklich auch erster Hand informieren. Also was wir hier Ihnen erzählen, ist, was wir wirklich von der Zentrale, vom Deputy Commander der Migration in Erfahrung gebracht haben. Also die jetzige Amnestie, die ja flächendeckend ist und man musste überhaupt nichts von sich aus machen, die läuft am 26. aus. Das bedeutet, dass Sie jetzt aktiv werden müssen, wenn Sie weiterhin in Thailand verbleiben möchten. Also wenn Sie Touristin sind oder für eine kurzfristige Zeit hier waren und jetzt aber weiterhin in Thailand bleiben möchten, über den 26. September hinaus, ist jetzt die Situation so, dass Sie wirklich aktiv werden müssen. Es wird keine generelle, flächendeckende Amnestie mehr geben. Man muss zur Migrationsbehörde, man kann das bereits jetzt machen, also Sie müssen nicht warten bis am 24. oder 25. Gehen Sie bitte jetzt. Es wird Ihnen eine Verlängerung gewährt von 30 Tagen. Es ist egal, wenn Sie heute oder morgen gehen, die Verlängerung läuft ab dem 27. September. Also man muss wirklich jetzt nicht warten auf den letzten Tag, um zu sagen, okay, dann habe ich dann längere 30 Tage. Die 30 Tage laufen ab dem 27. Und wir empfehlen Ihnen, dass wenn Sie jetzt eine solche Verlängerung wollen, dann bitte gehen Sie jetzt so schnell wie möglich. Wir erwarten, dass es lange, lange Schlangen geben wird und Wartefristen und dass die Systeme überlastet sein werden, die Behörden und so weiter, wenn Sie das auf den letzten Tag hinauszögern. Man kriegt gemäß Migration die 30 Tage Verlängerung aus zwei Gründen. Wenn man krank ist und für eine eine Behandlung weiterhin in Thailand bleiben muss, und dafür muss man ein ärztliches Zeugnis beifügen. Oder, das ist in die gleiche Kategorie, wenn man eine Person begleitet, die sich einer ärztlichen Behandlung unterzieht, das muss dann auch im Arztzeugnis eingeschrieben sein, dann kriegt man die 30 Tage. Und der andere Grund, und das ist so ein bisschen ein schwammiger Grund, wenn man nicht nach Hause reisen kann.
Jetzt, es gibt gewisse Länder, mein Mann beispielsweise stammt aus Peru, deswegen nehme ich jetzt ganz unverfänglich Peru. Dort sind die Grenzen immer noch zu. Also wenn Sie noch als Peruaner nach Peru nach Hause wollen, dann können Sie einfach schlichtweg nicht nach Hause. Also das wäre ein Grund, warum die thailändischen Behörden Ihnen eine 30-tägige Verlängerung gewähren können. Jetzt mit der Schweiz, das haben wir immer wieder berichtet, gibt es direkte Flüge nach Zürich. Also unsere Botschaft kann nicht bestätigen, dass es Menschen unmöglich ist, in die Schweiz zu reisen, weil es, wie gesagt, diese direkte Flüge gibt, dreimal in der Woche. Aber die gute Neuigkeit für Sie alle, wir haben uns trotzdem entschlossen, weil wir natürlich auch die epidemiologische Situation hier in Thailand, die sehr positiv ist, sehen und weil wir auch glauben, dass es Thailand gut tut, wenn noch ein paar Leute hier bleiben. Also wenn Sie das wünschen, wenn Sie bleiben möchten, hat sich diese Botschaft im Gegensatz zu anderen entschlossen, dass wir Empfehlungsschreiben ausstellen werden. Jetzt aber, wir können natürlich nicht lügen. Also ich kann Silvia Spahn und ihr Team nicht bitten, dass wir reinschreiben, es gibt keine Flüge. Man kann nicht in die Schweiz zurückreisen, das wäre einfach gelogen. Das ist unseriös. Wir haben uns für Folgendes entschieden. Sind Sie 65 plus, dann gehören Sie gemäß Bundesamt für Gesundheit zur Risikogruppe. Also dann würden wir Ihnen zertifizieren, dass Sie zur Risikogruppe gehören und dass Sie keine Flugreisen schon gar nicht interkontinental unternehmen sollen. Sind Sie jünger, also 65 minus, dann werden wir eine etwas schwammige Formulierung finden, die auf die Covid-Situation und auf die Schwierigkeiten von interkontinentalen Flugreisen hinweisen wird. Aber ich glaube, die gute Neuigkeit ist, dass wir bereit sind, diese Schreiben zu erstellen. Ich muss Ihnen sagen, lange nicht alle Botschaften werden das machen. Wir werden auch ein bisschen kritisiert, weil wir jetzt gesagt haben, wir machen es. Also ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es gibt namhafte Botschaften hier in Bangkok, die sich schon bereits halb öffentlich geäußert haben, dass sie keine Empfehlungsschreiben ausstellen werden. Wir machen es jetzt, ich kann auch dazu stehen. Also ich habe gelesen, was Sie uns geschrieben haben. Das macht Sinn, dass wir das machen und deswegen machen wir es auch gerne. Wir werden uns aber gleichzeitig den EU-Schengen-Ländern, wir sind ja Schengen, dieser Gruppe anschließen und wir werden grundsätzlich die thailändischen Behörden bitten, wieder eher vielleicht eine flächendeckende Amnestie ins Auge zu fassen. Also diese administrativen Hürdenläufe, die helfen ja letztlich dann am Schluss auch niemandem. Also ganz möchte ich nicht ausschließen, dass wir dann vielleicht trotzdem noch erfolgreich die thailändischen Behörden überzeugen können, dass man wieder eine etwas großzügigere Lösung finden soll. Gut, ab 27. September 30 Tage, wir haben dann schon mal wohlweislich gefragt, was passiert nach dem Ablauf der 30 Tage. Da hat man uns gesagt, ja, dann wieder das Gleiche, wenn man einen Brief hat von der Botschaft, kann man nochmals 30 Tage verlängern. Also wir müssen sehen, weil natürlich, sage ich jetzt mal, wenn Thailand auf absehbare Zeit nicht öffnet, ob wir dann wirklich ein Rösslispiel machen wollen, alle 30 Tage wieder schreiben, die sind ja auch gebührenpflichtig und so weiter. Wir müssen schauen. Wir haben uns jetzt, weil es doch viele Unsicherheiten gibt, einfach mal darauf konzentriert, dass wir eine Lösung haben für Sie ab dem 27. September. Die Lösung steht. Ich habe sie soeben erklärt. Es ist aber wirklich an Ihnen, jetzt auch bei den Migrationsbehörden rechtzeitig vorstellig zu werden, Ihr Dossier zusammenzustellen, bei uns rechtzeitig bitte das Schreiben verlangen, wenn Sie eines benötigen und dass wir dann ich würde jetzt mal sagen, typisch schweizerisch, pragmatisch, praktisch, ab 27. September zumindest für 30 Tage eine Lösung haben. Und wer weiß, was dann danach passiert, wir würden Sie sicher wieder informieren. Aber Sie spüren, wir versuchen wirklich Lösungen zu bieten in einem, muss ich doch sagen, relativ schwierigen Umfeld.
Alors, deuxième point, donc concernant l'amnistie visa, l'ambassadrice était à l'immigration la semaine passée pour obtenir des infos de première main, où elle a rencontré le numéro 2, le vice-commandant. Maintenant, notre message, c'est vous devez, de votre côté, être vraiment actif si vous voulez, si vous êtes maintenant en Thaïlande et vous voulez pouvoir rester en Thaïlande au-delà de l'amnistie qui prendra fin le 26 septembre. Selon nos informations, il n'y aura plus de prolongation ou d'amnistie similaire. Donc, n'attendez plus. Vous pouvez obtenir 30 jours d'extension, de prolongation au-delà du 26 septembre, qui commencera à partir du 26, même si vous vous y rendez avant. Donc, pas besoin d'attendre le dernier jour. C'est d'ailleurs, on vous conseille d'aller le plus tôt possible, parce que si vous attendez à la dernière minute, il risque d'y avoir de nombreuses personnes qui seront sur place et ça risque d'être difficile d'obtenir ces prolongations. Selon les informations qu'on a obtenues de l'immigration, il y a deux catégories de personnes qui peuvent recevoir une prolongation. La première, c'est si vous êtes malade ou si vous accompagnez quelqu'un qui est malade et qui a besoin de recevoir des soins ici en Thaïlande. La deuxième catégorie, c'est si vous ne pouvez pas voyager et rentrer dans votre pays. C'est par exemple le cas du mari de l'ambassadrice qui vient du Pérou, où le pays est pour l'instant fermé, donc un retour ne serait pas possible. Pour la Suisse, comme vous le savez, on l'a expliqué plusieurs fois sur nos différents canaux sociaux, de médias sociaux, il y a des votes directs pour Zurich trois fois par semaine, donc ce n'est pas le cas pour la Suisse, mais vu les circonstances, l'ambassade a décidé que nous établirons des lettres pour les citoyens qui souhaitent rester. Quand on regarde la situation par rapport à la situation sanitaire, par rapport à Covid en Thaïlande, elle est plutôt positive. Mais bien sûr, on ne peut pas mentir dans ces lettres, donc on ne va pas dire que vous ne pouvez pas rentrer parce qu'il n'y a pas de vol. Par contre, on considère que les personnes qui ont plus de 65 ans sont des personnes à risque par rapport au coronavirus et donc on pourra expliquer que vous ne pouvez pas voyager dans ces circonstances. Pour des personnes plus jeunes, il peut y avoir d'autres raisons. Voilà, nous essaierons de faire au mieux pour établir ces lettres. C'est important de savoir aussi que ce n'est pas toutes les ambassades qui le feront. On a été un peu critiqués dans ce contexte-là. Mais voilà, on essaie de trouver des solutions pragmatiques et donc c'est la décision de cette ambassade. On va également, en parallèle avec les ambassades de Schengen, demander aux autorités thaïlandaises d'essayer d'alléger ces procédures administratives et ces moyens pour essayer de trouver une solution et pouvoir rester dans le pays. Après ces 30 jours d'extension, donc après le 26 octobre, qu'est-ce qui se passe? Là, ça reste pour l'instant encore une... Il reste encore beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas encore vraiment ce qui va se passer. On essaye de trouver une solution. On verra si on peut produire de nouvelles lettres. Mais pour l'instant, on vous conseille vraiment de vous rendre le plus vite possible à l'immigration et de nous écrire pour obtenir ces lettres pour prolonger votre séjour de 30 jours supplémentaires. Concerning the visa amnesty, we have here really first-hand information because the ambassador was visiting the immigration. As you know, the amnesty is expiring on 26th of October. If you're a tourist on a tourist visa and you want to stay, you really have to be active now. There is no more amnesty, as we were told. So go now to the immigration. There are two categories of person who could have their visas extended. This is either with medical reason or if you cannot travel back to Switzerland. Of course, we cannot confirm that you cannot travel back to Switzerland because there are flights direct to Zurich. But we have decided that now it's the moment we issue those letters to the tourists who want to stay here. And we also have found a formulation where we can really say that the health situation in general is not good, and that you should stay in Thailand if you want to. Also, of course, for those over 65, it's really a health risk for them, so we do issue these letters. Then we asked what happens, because you
you get the extension from 27th of September until 26th of October. So we asked what happens after the 26th of October. We don't know really for sure. It can be that with another letter you will be able to extend again, but for the moment at least we can alleviate all those who are in this situation. But please go now, don't wait until the last days, because also it's a risk, it can be a risk, because a lot of people will be probably in last minute asking for this extension, so please go now. Gut, jetzt steigen wir auf die Fragen ein, die wir erhalten haben, die meisten vorgängig. Sie kennen das Verfahren, hier machen wir nicht zwingend mehr alle drei Sprachen, sonst reicht dann die Zeit wirklich nicht, sondern wir antworten einfach in der Sprache, in der uns die Frage gestellt wurde. Ich muss sagen, viele Fragen sind natürlich genau um diese zwei Schwerpunktthemen gekommen, aber es ist interessant, ich würde trotzdem vorschlagen, dass wir durch die Fragen durchgehen. Es gibt dann so kleine Details, die dann vielleicht auch für andere von Bedeutung sind. Ich beginne auf Deutsch. Aaron M. beschreibt, dass er eine Wohnung besitzt in Thailand, dass er ein Jahresvisum hat mit Multiple Entries und das gültig ist bis am 31. Mai 2021. Und er möchte von uns wissen, wann kann ich im November problemlos nach Thailand zurückfliegen. Schwierig zu sagen, Herr Aaron M., ich besitze leider keine Kristallkugel und ich sage dies wirklich nicht irgendwie zynisch oder ironisch. Es ist wahnsinnig schwierig, die Situation hier in Thailand zu lesen. Wenn Sie meine echte Einschätzung wollen, dann würde ich sagen, November ist zu früh. Ich glaube langsam, dass diese Schließung des Landes weiter anhalten wird, nicht auszuschließen, dass es wirklich bis Ende des Jahres geht. Jetzt muss man ein bisschen definieren, was Sie unter problemlos verstehen. Also wenn Sie das einfach so machen wollen wie immer, dann würde ich sagen, ist November wahrscheinlich eine zu ambitiöse Planung. Aber Sie bringen mich noch auf einen ganz anderen Gedanken. Alle diejenigen, die Jahresvisum haben, die laufen ja irgendwann ab. Und da muss ich Ihnen sagen, da sehe ich schon die nächste Gefahr auf uns zukommen, weil wenn das abläuft, solange Sie in der Schweiz gestrandet sind, dann sagt man uns momentan, bei der Migration muss man den ganzen Prozess wieder von vorne beginnen. Wir haben dem Migrationsbüro gesagt, das ist inakzeptabel für uns, weil das teilweise Personen sind, die 10, 20, 30 Jahre mit einem solchen Jahresvisum in Thailand leben, in Thailand Steuern bezahlen, in Thailand investiert haben, auch wirklich die lokale Wirtschaft am Leben erhalten. Und da kann man nicht einfach wegen Covid dergleichen tun, dass man die Leute nicht kennt und dass man alles wieder beantragen muss. Also hier wäre mein dringender Wunsch, gehören Sie zu Schweizer, Schweizerinnen, die im Ausland gestrandet sind, im Moment nicht zurückkommen können und sehen Sie, dass Ihr Jahresvisum bald abläuft, bitte melden Sie sich bei uns auf unserer via E-Mail und geben Sie uns Ihre Informationen an. Wir haben den Migrationsbehörden gesagt, dass wir Sie inskünftig mit Listen beliefern wollen, weil wir haben gesagt, wir möchten wirklich eine Lösung. Ha? Also Aaron M., Reisen im November, wie Sie das von früher gewohnt sind, von mir aus eher pessimistisch. Bitte denken Sie daran, dass Sie uns informiert halten, falls, ich hoffe wirklich nicht, dass das bis nächstes Jahr geht, aber wenn das Visum abläuft, muss man sich bei uns vorher melden, damit wir für Sie wirklich uns einsetzen können. Hans-Peter A. wollte einfach wissen, wann er bald nach Thailand zurückkommen kann. Ich glaube, das haben wir jetzt ausführlich beantwortet. Dann Jacqueline P., das ist auch eine Situation. Sie ist im Moment in Thailand, also ging nicht in die Schweiz, hat ein Non-O-Visum und hat aber einen Krankheitsfall, einen familiären Krankheitsfall in der Schweiz und möchte aus verständlichen Gründen in die Schweiz gehen, sagt aber auch, dass sie sich einen längeren Aufenthalt in der Schweiz nicht vorstellen kann, ist für sie nicht möglich, aus welchem Grund auch immer.
Also Jacqueline B., ich muss Ihnen sagen, wenn Sie jetzt ausreisen, im Moment wissen wir nicht, wann Sie zurückkommen können. Ich habe leider keine guten Nachrichten. Falls Sie sich trotzdem entscheiden würden zu reisen, wegen diesem Krankheitsfall, dann bitte kontaktieren Sie uns. Und vor allem ganz wichtig, schauen Sie auch sofort in der Schweiz, dass Sie sich bei der thailändischen Botschaft in Bern melden, damit die wissen, dass Sie in der Schweiz sind und dass Sie wieder zurückkommen wollen. Aber grundsätzlich meine Empfehlung an alle, die sich in Thailand aufhalten, wenn Sie ein Non-O-Visa haben, reisen Sie bitte nicht aus, weil im Moment ist es ungewiss, wann und ob und wie Sie zurückkommen können. Dann Angela asks in English, Sylvia, yes, please. Some advice for Swiss citizens with retirement visa who are stranded in Switzerland. As we said before, when they can be expected to return to Thailand. We're in talks with the immigration office and hopefully we have soon good news for you to come back to Thailand. Another thing was, If your visa is going to expire or has expired already, in immigration they told us that they have to do all the paperwork again, which we said was not acceptable. So if you have a visa that expires soon or has expired, please contact us, inform us. We will see with immigration office what can we collect those dates, and we'll see with immigration office what can be done. Tu veux faire ce point en français parce qu'il est vraiment important, des visas expirés, s'il te plaît, Vicky. Oui, donc ma collègue a expliqué qu'on répondait à une question qui nous demandait si on a des conseils pour les citoyens suisses qui ont des visas de retraite en Thaïlande et qui en ce moment sont bloqués en Suisse. Quand est-ce qu'ils peuvent espérer revenir? Donc pour l'instant, on ne peut pas vous répondre, mais on espère avoir des nouvelles bientôt. Par contre, si votre visa est sur le point d'expirer, on vous demande de prendre contact avec l'ambassade le plus vite possible pour qu'on puisse avoir vos informations ici enregistrées à l'ambassade et ensuite traiter votre cas et en informer les autorités dont on aura la possibilité. Gut, Heidi und René L. Fragen auch, wann können wir zurückkommen? Sie haben ein Retirement-Jahresvisum und Sie möchten Quarantäne gerne im eigenen Haus machen. Ha? Natürlich klar mit den vorgeschriebenen Untersuchungen, Kontrollen und so weiter. Da muss ich sagen, von dem sind wir noch ganz weit weg. Also ich glaube, erster Punkt für uns ist jetzt zu schauen, dass Rentner und Rentnerinnen mit einem Jahresvisum wieder zurück nach Thailand kommen können. Aber da muss ich Ihnen sagen, also Quarantäne zu Hause, das ist im Moment ausgeschlossen. Wir haben das letzte Mal ausführlich den Prozess erklärt. Sie brauchen ein Certificate of Entry. Sie müssen in eine Alternative State Quarantine während insgesamt 16 Tagen die Quarantäne absolvieren. Das müssen Sie selber bezahlen. Das ist relativ kostspielig. Es gibt ein bisschen günstigere Angebote und dann sehr teure Angebote. Sie müssen auf einem Repatriierungsflug zurückkommen, also nicht. Sie können nicht einen regulären Swiss-Flug oder Lufthansa oder was auch immer ihre präferenzierte Airline ist. Also Sie müssen auf diesen Repatriierungsflug. Sie müssen vor Abreise einen Covid-Test absolvieren, ein Fit-to-Fly. Und innerhalb der Quarantäne hier müssen Sie verschiedene Covid-Tests absolvieren, bevor Sie dann frei rausgehen können. Also Einreise und dann selbst Quarantäne zu Hause. Von dem sind wir sehr weit entfernt davon, dass das eine Möglichkeit ist. Wie gesagt, erster Schritt jetzt für uns zu schauen, dass sie überhaupt reinkommen. Also dass sie überhaupt auf diesen Repatriierungsflug, dass sie dieses Certificate of Entry erhalten. Aber dann, ich muss Ihnen sagen, jedes Mal, wenn ich bei den Behörden vorstellig werde, die erste Frage ist, sind Ihre Rentnerinnen und Rentner dann bereit, in die Alternative State Quarantine zu gehen? Und wenn ich da Nein sage, dann ist Schluss. Ha? Dann sind Tür und Tor verriegelt für die nächsten Wochen. Dann Bruno K. fragt, ist die Einreise nach Thailand für Verheiratete und Wohnsitz in Thailand in absehbarer Zeit möglich? Ja, Bruno K., Sie erfüllen die Bedingungen. Wenn Sie verheiratet sind mit einer thailändischen Staatsangehörigen, dann gehören Sie zu diesen 11 Kategorien, die einreisen können. Sie sind offenbar zurzeit in der Schweiz. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie sofort
die thailändische Botschaft in Bern kontaktieren, weil es gibt Flüge, die geplant sind ab Europa. Und so viel wir wissen, gibt es noch Platz. Also Sie haben gute Chancen, dass Sie auf einen Flug kommen. Auch für Sie gilt nachher Alternative State Quarantine, das Ganze, was ich vorher erklärt habe. Dann Heinz S. Möchte gerne wissen, was ich eigentlich konkret mache oder die Botschaft. Ich glaube, ich habe das erklärt. Ich bin wirklich sehr aktiv. Ich gehe persönlich vorbei bei Behörden. Ich kontaktiere auch höchste Behörden vertreten via SMS, telefoniere, schreibe Briefe, also wirklich an die ganze Bandbreite. Herr Heinz S. möchte dann aber eigentlich, dass wir noch etwas anderes machen, nämlich Gegenmaßnahmen jetzt anschauen. Ich muss Ihnen sagen, im Moment bin ich keine Freundin von solchen Gegenmaßnahmen. Also er sagt, keine Einreise von Thais in die Schweiz, das ist im Moment sowieso nicht möglich. Einreisestopp in die Schweiz für VIPs, Einstellung von Hilfsprojekten, Sperrung von Konten, hoher Militärs. Ich hoffe, die haben sowieso keine Kontos in der Schweiz. Also im Moment, das ist erstens nicht der schweizerische Stil. Wir privilegieren immer den Dialog. Und wenn wir so reagieren würden, dann kann ich Ihnen sagen, dann wird sehr bald gar kein Schweizer oder keine Schweizerin mehr einreisen können in Thailand. Also im Moment meine klare Präferenz, Dialog. Jetzt, ich verstehe aber die Frustration. Also ich nehme an, Sie haben das natürlich auch geschrieben, weil Sie persönlich betroffen sind. Und persönlich kann ich das sehr gut nachvollziehen. Also wenn man als Ehepaar oder Familie seit bald 6 Monaten auseinandergerissen ist, dann sind das eigentlich unzumutbare Zustände. Also Sie haben meine volle persönliche Sympathie. Aber ich hoffe, dass Sie darauf vertrauen, dass was ich jetzt versuche, also nämlich dieser Weg des Dialogs, dass das dann besser zum Ziel führt. Chris B. geht ein bisschen in die gleiche Richtung, macht die schweizerische Botschaft kein Lobbying, doch machen wir. Er möchte auch noch wissen, ob wir Lobbying machen für Repatriierungsflüge aus der Schweiz. Also per se, wo dann diese Flüge abgehen, ich bin schon froh, dass es überhaupt Flüge gibt. Also das ist jetzt weniger zu oberst auf meiner Agenda. Aber es gibt gerade morgen, 15. September, gibt es einen Flug ab Zürich. Also wenn Sie das ein bisschen beobachten, die Flüge finden ein bisschen von überall her statt, mit einer klaren Fokussierung auf Frankfurt, weil natürlich die deutsche Gemeinde sehr, sehr groß ist, mit einer Fokussierung auf Amsterdam, das deckt ganz Benelux ab. Es hat zwischendurch Flüge ab Wien gegeben, Flüge ab London. Ich habe gehört, dass es Flüge ab Kopenhagen gegeben hat und zwischendurch gibt es Flüge auch ab Zürich. Aber im Moment konzentriere ich die Kraft darauf zu schauen, dass wir Lösungen haben, dass sie überhaupt reinkommen. Dann Gertrud S. sagt auch, wir sind non-im Re-Entry Permit. Wie sieht es aus in der Zukunft? Ich glaube, das haben wir bereits erklärt. John H. sagt, ihr macht doch jetzt Listen im Moment für Leute, die zurückkommen nach Thailand. Das machen wir. Ich muss Ihnen auch sagen, ich werde überall, wo ich hingehe, werde ich auch gefragt, wie viele Leute sind es dann, Frau Botschafterin? Und dann ist es für uns gut, wenn wir eine Idee haben. Wir müssen nicht alle Fälle im Detail kennen, aber ich würde Sie wirklich ermuntern, dass wenn Sie, egal jetzt welche Kategorie, wenn Sie in der Schweiz oder sonst irgendwo im Ausland gestrandet sind, dann müssen Sie zuerst natürlich, das ist das Wichtigste, die jeweilige thailändische Botschaft kontaktieren, im Falle der Schweiz in Bern. Aber lassen Sie es uns auch wissen, weil dann können wir Ihren Fall vorbringen, wenn wir Vorsprachen machen, wenn wir Listen den thailändischen Behörden senden. Also wir sind wirklich interessiert, dass Sie sich bei uns melden. Und dann Peter J. asks in English, I look at Sylvia. Yes, he asks actually for concerning the retirement visa, person who have a non-immigrant O visa to have a grace date for extension of the visa, which actually those visas, they can be, if you're in Thailand, you can ask for extensions as usual, no problem. And as you said,
as we said before, those who have their visa soon expired or already expired who are in Switzerland, please contact us so we can we also know who it is and what the difficulty is behind, and we can act on this. Gut, dann Bruno L., Lilian C., Urs M. Sind Touristen offenbar, kommen regelmäßig nach Thailand, besitzen zum Teil auch Häuser oder sind interessiert an Häusern. Also Touristen, muss ich sagen, auf absehbare Zeit sehe ich keine Möglichkeit, dass sie einreisen können nach Thailand. Ich habe es kurz angedeutet bei meinem Eingangsstatement, die Tourismusbehörde, die thailändische, zusammen mit Phuket, Gouverneur und so weiter, schaut sich gewisse Soft-Opening Measures an, also dass man Langzeit-Tourismus-Visa, Langzeit-Tourismus-Lösung, das wäre eventuell dann für die drei genannten Personen eine Möglichkeit. Aber jetzt hat es wieder eine lokale Infektion gegeben, das hat die Leute sehr beunruhigt. Es gibt diesen Fußballspieler aus Zentralasien, der jetzt plötzlich positiv getestet hat. Das löst immer eine riesige Aufruhr aus. Also es wäre unseriös. Ich würde mir wünschen, dass Sie kommen können, aber es wäre unseriös zu glauben, dass Sie bald als Tourist einreisen können. Silvia W. ist offenbar schon einen Schritt weiter. Sie hat sich bereits gemeldet, hat alles geschickt an die thailändische Botschaft in Bern, hat aber noch nichts gehört. Silvia W., bitte melden Sie sich bei uns, damit wir schauen können, ob Sie auf unserer Liste sind. Und dann werden wir von uns aus Druck machen, dass Sie hoffentlich möglichst bald dann eine Auskunft haben von Bern, weil es gibt im Moment Flieger. Wir wissen, dass es Flieger gibt, und wenn Sie die Bedingungen erfüllen, dann möchten wir, dass Sie einen dieser Flieger nehmen können. Aber bitte melden Sie sich, auch alle anderen, alle, die in den 11 Kategorien sind, bitte melden Sie sich bei uns, damit wir Druck machen können, damit Sie so rasch als möglich auf einen Flieger kommen. Dann une question en français de Monsieur Corinne ou Madame Corinne S. Oui, voilà. Donc, Corinne S. est en possession d'un non-immigrant visa et il y a quelques mois rentrée en Suisse avec son épouse Thaï et aimerait prévoit de revenir avec un vol le 27 octobre. Il veut changer la date de ce vol et il se demande s'il peut revenir en Thaïlande actuellement. Donc, selon les informations qu'on a expliquées plus tôt, avec ces visas annuels non-immigrants ne font pas partie pour l'instant de la catégorie des 11 catégories qui sont permis de rentrer en Thaïlande. Votre visa, comme vous le mentionnez, prend fin. Le visa annuel doit être renouvelé le 6 janvier. Ce qu'on vous propose, c'est de contacter notre ambassade, de nous envoyer toutes les informations pour qu'on puisse garder votre cas sur une liste et qu'on va soulever avec les autorités, parce que malheureusement pour l'instant ce n'est pas possible. Mais on a bien noté déjà vos informations, si vous pouvez nous réécrire un email avec un peu plus de détails, comme ça on le garde dans le registre. Gut, dann haben wir zwei Fragen auf Englisch zur Visa-Amnestie. Ich glaube, wir haben das schon beantwortet. Yeah. I just repeat very briefly, because time, you know, clock is ticking. Sibyl B., David S., we will issue a letter. Please contact the embassy. Please approach Migration Office as soon as possible. You can do that before the 26th. You will, no matter what, have 30 days from 27th September on, and the embassy will issue a letter. Please get started. Don't wait too long. Then we have an English question from one of the viewers. PY, now we're talking Thai people traveling to Switzerland. Huh? That now is really the other way around, and it concerns mainly Thai people. There is a similar question in German. I'll start in English. Is the Type C visa still allowed to entry in Switzerland at the moment? Currently not. We've explained this also on numerous occasions. We were very disappointed that we had to close our visa section again for C visa. C visa is tourists and visitors, short term, less than 3 months to Switzerland.
And it's really not a decision because of Switzerland, because actually you could theoretically travel to Switzerland. There are flights, you can enter Switzerland, but our concern is that you will be stranded in Switzerland, very much like our pensioners, and will not be coming back to Thailand within the 3 months period. So as long as Thailand decides to heavily restrict incoming commercial flights and will only allow you to come back to Thailand on a repatriation flight, we're very sorry, we are not able to issue C visas. And should you hold a C visa under, and you would just visit, like to visit Switzerland or visit somebody in Switzerland, you cannot currently travel. Very sorry about that. Jürg H. hat das Gleiche gefragt, kann meine Thai-Freundin ein Visa bekommen für Ferien in der Schweiz? Nein, im Moment leider nicht. Wir waren für kurze Zeit offen und mussten dann wieder schließen, als wir festgestellt haben, dass die thailändischen Behörden einfach weiterhin keine kommerziellen Passagierflüge nach Bangkok erlauben. Also wenn Ihre Freundin jetzt ausreisen würde, besteht doch die große Chance, dass sie da nicht rechtzeitig aus der Schweiz ausreisen kann. Nicht, weil sie das nicht will oder weil sie das nicht überwachen würden, sondern weil einfach im Moment keine kommerziellen Flugverbindungen von Europa nach Bangkok bestehen. Es gibt keine ankommenden Passagierflüge in Bangkok. Und deshalb muss ich sagen, schweren Herzens, das Visa-Team sitzt da hinter den Kulissen bei mir. Also wir waren wirklich nicht begeistert, aber wir mussten auf Anweisung aus der Schweiz die Visa-Sektion für die sogenannten C-Visas wieder schließen. Eine Situation, die wir hoffen, dass wir sie bald bereinigen können, weil uns macht das auch keinen Spaß, sie so enttäuschen zu müssen. Das waren zwei Fragen aus dem Publikum. Dann Visa-Bestimmungen ganz generell. Das ist ein bisschen die Frage, ganz jetzt grundsätzlich, das hat nichts mit Covid zu tun. Andreas H. stoßt sich ein bisschen daran, wie das überhaupt um sich geht. Also ich lese kurz die Frage vor. Könnte sich die Schweizer Botschaft nicht mit anderen Botschaften absprechen und eine Anfrage bei der Regierung von Thailand, Klammer Zoll, deponieren, dass Paare, wo ein Teil auch thailändischer Staatsbürger ist, und schon länger als 15 oder 20 Jahre verheiratet und zusammengelebt haben und Personen, wo schon 50 oder 20 Jahre in Thailand leben, ein Visum erhalten können, das nur alle 3 bis 5 Jahre erneuert werden müssen mit einer jährlichen Meldepflicht. Also Andreas H., Sie sprechen mir da wirklich aus tiefstem Herzen, weil alle diese Probleme, die wir jetzt haben mit diesem Non-Immigrant-Visa, haben eigentlich ihre Ursache in einer doch sehr, und ich sage das nicht wertend, aber wenn man das Migrationsgesetz aus Thailand anschaut, dann datiert das vor der Globalisierung. Und deswegen haben wir jetzt einmal eruiert, ganz viele unserer immatrikulierten Schweizerinnen und Schweizer, obwohl sie schon Jahrzehnte hier leben, teilweise verheiratet sind, thailändische Kinder haben, Unternehmen gestartet haben, Steuern bezahlen, Geld ausgeben in Thailand, können einfach diese Green Card oder Residence Permit oder in der Schweiz wäre es eine unbefristete Aufenthaltsbewilligung, erreichen das auch nicht. Die es versucht haben, erzählen mir auch von einem wahnsinnig bürokratischen Prozess mit also Hunderten von Papieren, Vorsprachen. Man muss Thailändisch können, das finde ich angesichts der Integration noch einigermaßen verständlich, aber das ist eigentlich wirklich die Ursache des Übels. Und wir von der Botschaft engagieren uns sehr stark in diesem Thema. Wir werden es noch stärker tun können, wenn diese Covid-Geschichte einmal vorbei ist, weil jetzt wird alles immer ein bisschen durcheinander vermischt. Aber Sie sind eigentlich mit Ihrer Bemerkung, wirklich schlagen Sie den Nagel auf den Kopf. Wenn alle, die hier schon länger leben, eine Aufenthaltsbewilligung hätten, dann müssten wir praktisch wahrscheinlich keine Town Halls mehr machen, weil dann wären Sie alle, die jetzt blockiert sind, zurückgekommen. Gut, dann noch zu Schweizer Visa. Jetzt ich sehe, wir haben noch 5 Minuten Zeit.
Ich möchte dort auch noch ein paar Fragen aufgreifen. Chris B. hat festgestellt, dass die Deutschen tatsächlich Visas ausstellen. Das ärgert uns auch ein bisschen, aber es ist so. Also die Schengen-Länder haben hier nicht eine, wie soll ich sagen, gemeinsame Absprache gemacht. Er schreibt, dass er verheiratet ist mit seiner thailändischen Partnerin. Also von daher würde ich vorschlagen, dass sich Chris Bay, weil wenn man verheiratet ist, ich sehe schon, die Visa-Chefin steckt den Daumen hoch. Also wenn Sie verheiratet sind, dann können wir eine Ausnahme machen. Bitte kontaktieren Sie unsere Visa-Sektion. Aber für unverheiratete Paare muss ich, wie ich vorher schon ausgeführt habe, muss ich sagen, dass es leider nicht geht. Dann fragt uns Hugo P., der ist, wenn ich das richtig lese, verheiratet mit einer thailändischen Frau. Hugo P. hat einen Sohn, der hat, nehme ich an, beide Nationalitäten. Oder ist es der Sohn, der, Entschuldigung, ich muss das richtig lesen. Entschuldigung, Hugo P., es ist der thailändische Sohn der Frau. Also der hat keine schweizerische Nationalität. Sie wollen wissen, ob er ein Arbeitsvisum bekommen kann in der Schweiz. Da muss ich Ihnen sagen, das ist also nicht ganz einfach, ein Arbeitsvisum in der Schweiz zu bekommen. Das ist der erste Schritt. Er muss einen Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin suchen und finden, die bereit ist, ihn anzustellen. Dann muss dieser Arbeitgeber beim kantonalen Migrationsamt eine Arbeitsbewilligung und dann in der Folge eine Aufenthaltsbewilligung verlangen. Also das ist möglich für spezialisierte Fachkräfte. Also wenn Ihr Sohn irgendetwas kann, was ganz wenige Leute können in der Schweiz oder wo es einen absoluten Mangel gibt, dann Arbeitgeber in der Schweiz werden wahrscheinlich auch Sprachkenntnisse verlangen und so weiter. Also das würde ich sagen, im Moment wahrscheinlich ein schwieriges Unterfangen. Aber wenn Sie es versuchen wollen, dann ist wirklich der erste Schritt, einen Arbeitgeber zu finden, der dann auch bereit ist, bei den Kantonen dies entsprechend einzugeben. Arbeit ist in der Schweiz eine Aufgabe der Kantone. Also es ist auch nicht die Botschaft, nicht das Staatssekretariat für Migration in Bern, das entscheiden wirklich die Kantone. Dann Franz W. hat ein Beschwerde-E-Mail geschrieben. Ich werde mir das gerne anschauen, Franz W., wenn Sie Beschwerden haben. Also nicht, dass mir das Spaß macht. Ich möchte jetzt auch nicht gerade aufrufen, dass Sie uns alle Beschwerden schicken. Aber seien Sie versichert, dass wir einen sehr transparenten und, wie soll ich sagen, konstruktiven Umgang mit Beschwerden haben und dass wir das auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und in aller Regel beantworten wir die auch, also nicht mit irgendeinem Standard-E-Mail, weil wir verstehen, dass die meisten Beschwerden aus einem Grund. Nicht immer sind wir schuld, aber wir verstehen, dass die meisten Menschen nicht einfach so eine Beschwerde schreiben, sondern gute Gründe haben und wir nehmen das auch sehr ernst. Und jetzt machen wir noch eine letzte französische Frage zu Visa für in die Schweiz gehen und dann schließe ich mit Fragen zur Abstimmung. Da haben wir auch, es stehen Abstimmungen bevor in der Schweiz, das wäre dann mein Schlussvotum, das machen wir dann vielleicht in zwei Sprachen, Deutsch und Französisch, aber zuerst macht jetzt Vicky noch Robert C. Hein? Voilà, exactement. Donc Robert C. nous demande s'il y a un assouplissement des règles d'obtention de visa pour sa partenaire thaïlandaise. Donc on l'a expliqué en allemand, surtout jusqu'à maintenant. Malheureusement, notre section des visas est toujours fermée. Donc pour ceux qui voudraient, pour ceux qui veulent prendre résidence en Suisse, on a la possibilité de faire certains visas, mais pour les autres circonstances comme la vôtre, c'est malheureusement pas possible pour le moment. Comme on l'avait expliqué au dernier town hall, pendant la dernière interaction virtuelle, c'est pas parce qu'il n'est pas possible de venir en Suisse, c'est parce que les conditions pour obtenir un visa de courte durée, on doit pouvoir assurer votre retour en Thaïlande et avec les circonstances actuelles, avec le fait qu'on ne peut revenir qu'avec des vols de rapatriement où il y a une longue attente pour obtenir ce vol, qu'il faut avoir à sécuriser une place aussi dans ce qu'ils appellent des alternative state quarantine, dans les hôtels désignés par
par le gouvernement, on ne peut pas garantir que vous pourrez quitter la Suisse dans le temps imparti, et donc pour l'instant, c'est malheureusement pas possible. Gut. Danke, Vicky. Bevor Abstimmungen, ich habe noch etwas Wichtiges vergessen. Laos, I switch to English because we have questions from Laos. And I have an important announcement. Should you be a Swiss tourist or a Swiss living in Laos, wishing to leave Laos, there will be again a special flight from Vientiane to Frankfurt on 1st of October by Envoy. That's a charter flight, so that's not a Swiss repatriation flight. We have published all information on internet, Facebook, social media. Please seize this opportunity. With Laos, everything is closed. Borders are locked, both out and in. And I must say, I was very relieved to see that there is again a repatriation flight. So, and we never know with Laos, huh, if there's ever going to be another flight again. So should you wish to travel, please seize this opportunity and please speak to us. We will gladly assist you with information and if needed anything, so that if you wish to take that flight, please take it. And then Philip C. Is worried in Laos. I can fully understand. As I said, Laos is totally landlocked and borders are closed. What happens if there is a medical emergency, public health system or even private hospitals in Vientiane, also not at the level as Thailand or other countries in the region? Please, Philip C., there is a category to come into Thailand, which is called medical and wellness. And we know that there have been successful medevac operations from Laos into Thailand. And I really want to seize this opportunity to publish the Foreign Department helpline, EDA helpline. Please, and we will also publish it once more, I think, on our social media. It's +41 800 247365. So for any emergency, medical in particular, please phone this helpline. It operates 24 hours. And should it be anything that we need to wake up, they will ring us out of bed and we will try to assist whoever has an emergency. If this is a medical emergency connected to COVID, it will be impossible to bring you into Thailand. And that's why we have strongly recommended that if you are a Swiss citizen, please associate yourself with REGA, with TCS. For very little money, you can associate yourself to these sort of organizations. And should you be COVID positive and endure a medical emergency, the Swiss plane will come and catch you and fetch you in Laos at very little or no cost. But for that, you have to be an associated member. Und dann noch Kambodscha, Emil K. Möchte gerne wissen, wann die Grenzen nach Laos und Vietnam wieder geöffnet werden. Er ist seit einigen Monaten in Kambodscha und möchte in ein Nachbarland ausreisen, weil er dann allenfalls Overstay bezahlen muss. Also im Moment haben wir keine Informationen, dass die Grenzen von Kambodscha nach Laos, Vietnam oder gar nach Thailand geöffnet werden. Es gibt aber Flüge. Aber da müssen Sie weiter, ja? Sie müssten nach Seoul. Also das scheint mir auch so eine Spezialsituation zu sein. Emil K., bitte kontaktieren Sie die Botschaft. Gut, das letzte Wort. Wir haben wieder ein bisschen überzogen, aber Sie stellen auch wirklich viele wichtige und interessante Fragen und wir möchten wirklich auf alles eingehen. Abstimmungen. Es gibt jetzt wirklich ganz, ganz viele. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen, die sehr enttäuscht sind, dass sie die Abstimmungsunterlagen noch nicht erhalten haben, dass das E-Voting nicht mehr funktioniert in der Schweiz. Also nicht mehr funktioniert, das ist on hold, das ganze Projekt. Und sie machen zu Recht ihrem Unmut, geben sie Ausdruck. Es ist ein Evergreen. Ich glaube, auch bei jeder Town Hall hatten wir Fragen dazu. Wir haben das abgeklärt mit der Schweiz. Es wurde auch
im Bundesrat, also an einer Bundesratssitzung besprochen, ob man wegen Covid jetzt ein Spezialregime einführen soll. Die Bundeskanzlei, die zuständig ist in der Schweiz für eidgenössische Wahlen, hat das abgeklärt. Und es, also es tut mir wahnsinnig leid, aber ich muss Ihnen sagen, im Moment haben wir keine Lösung. Und ich möchte das auch nicht irgendwie schönreden, es ist einfach so. Und irgendein Zuschauer hat verstanden, dass ich eine Lösung versprochen habe. Also ich werde mir gerne nochmals das letzte Tape anschauen. Ich glaube, ich habe schon das letzte Mal gesagt, dass es keine Lösung gibt. Es gibt gewisse Gemeinden, die versprochen haben, dass sie besonders früh das Material versenden wollen. Ob das hilft bei einem Versand nach Thailand, ich würde meinen, also ich weiß es einfach schlichtweg nicht. Bitte auch noch auf Französisch, weil es ist im Prinzip natürlich für uns wichtig als Botschaft, dass Sie Ihre politischen Rechte wahrnehmen können. Voilà, donc un dernier point concernant les votations. On a reçu de nombreuses questions à ce propos, aussi plusieurs déceptions, notamment parce que les votations en ligne ne sont plus possibles. On s'est renseigné auprès de la capitale, auprès de Berne. Il y a eu une séance spéciale, une séance du Conseil fédéral pour discuter de ça, parce qu'on s'est demandé si dans les circonstances actuelles avec Covid-19, il pourrait y avoir une exception. La chancellerie fédérale qui a la responsabilité pour ces questions nous a informé qu'elle n'était malheureusement pas possible. Donc les votations fonctionne par poste, comme d'habitude. On était également nous déçus de cette décision, mais du côté de l'ambassade, on ne peut malheureusement rien échanger, donc on vous remercie pour votre compréhension. Gut, Sie haben uns auch zahlreich, wir haben Sie ja das letzte Mal aufgefordert, weil wir unsere Pilotphase abgeschlossen hatten. Da haben Sie zahlreich uns geschrieben, auch Verbesserungsvorschläge. Jemand hat meine Äs gezählt. Ich entschuldige mich dafür, aber ich bin jetzt inzwischen 55, also ich werde mich wahrscheinlich nicht mehr massiv verbessern. Aber trotzdem, also ich schätze das. Wenn Sie uns schreiben, wir haben auch gesehen, dass das nach wie vor ein Bedürfnis ist. Wir haben uns entschlossen, während dieser Covid-Krise, also solange die Grenzen Thailands weiterhin zu sind, werden wir monatlich solche Town Halls oder digitale Gemeindeversammlungen, um jetzt auch mal ein deutsches Wort für diese Town Halls zu finden, werden wir weiterhin durchführen. Wenn wir dann irgendwann mal spüren, dass das Interesse nachlässt, werden wir uns dann irgendeinen anderen Rhythmus überlegen. Und irgendwann hoffen wir auch, dass wir aus diesem Krisenmanagement rauskommen und vielleicht auch dann mal eben etwas intensiver austauschen können über politische Rechte, über Fragen, die Sie interessieren. Wir haben uns auch überlegt, Blick hinter die Kulissen, was macht eigentlich eine Botschaft, wie sieht es dort aus, was macht eigentlich die Botschafterin, was macht die Konsulin. Also es gibt verschiedene Themen und wir finden das eigentlich ein gutes Instrument. Einige von Ihnen schreiben uns Facebook, warum machen Sie es Facebook? Also wir werden auch nochmals uns Überlegungen machen zur digitalen Plattform. Im Moment ist das einfach das offenbar weit verbreiteste, aber es gibt wahrscheinlich keine perfekte Lösung, aber wir werden uns diesbezüglich auch noch Gedanken machen. Das wäre es von meiner Seite, noch kurz den Kolleginnen die Gelegenheit. Und Sie hören wieder von uns, wenn die nächste Gemeindeversammlung stattfindet. Das wird irgendwann im Oktober sein. Im Moment haben wir das Datum noch nicht. Wir wollen es auch ein bisschen so legen, dass wir hoffentlich interessante Neuigkeiten haben für Sie. Aber was sicher sein wird, es wird ein Montag sein, es wird um 4 Uhr sein. Welcher Montag, werden wir, sobald wir es wissen, Ihnen sagen. Dankeschön von meiner Seite. Bitte. Comme mot de conclusion, merci beaucoup pour tout votre feedback concernant ces interactions virtuelles. On avait cette phase pilote un peu les trois premières fois. On a reçu plusieurs commentaires dont on a pris bonne note. Ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a encore un besoin avec de nombreuses questions. Et donc, on a décidé de maintenir ces interactions à un rythme d'une fois par mois tant qu'il y aura cette crise Covid. Et on verra un peu si après... l'intérêt change et il y a moins d'intérêt, peut-être qu'on aura ces
ces rencontres virtuelles de manière un peu plus espacée. On réfléchit aussi à d'autres thèmes, concepts qui pourraient être intéressants pour vous. On s'est demandé par exemple si ça pourrait être intéressant d'avoir un aperçu sur le travail de l'ambassade, de l'ambassadrice un peu derrière les coulisses. On nous a demandé aussi pourquoi Facebook. Alors jusqu'à maintenant, c'était la plateforme digitale qui nous a semblé le plus pratique, la plus logique, mais on réfléchit s'il y a d'autres possibilités pour que ce soit le plus accessible à un maximum de personnes. Et finalement, la prochaine date sera en octobre, un lundi à 4h de l'après-midi, heure de Bangkok. On ne sait pas encore quelle date, on vous informera le plus vite possible. Merci beaucoup d'avoir été avec nous jusqu'à maintenant. Yes, the last words are about these town hall meetings we have been organizing so far. Last three times were like pilot project, and we got some comments from you. Thank you very much. We think it's still very useful during this COVID situation, and hopefully afterwards, maybe we can, if the interest is not that big anymore, then maybe we can slow down a little bit or focus on another subjects, like for example, inside view of the embassy behind the scene. But we certainly do now once a month on Monday, 4 o'clock, we continue to do these town hall meetings. We communicate the next date, which will be in October. Thank you very much for joining. Gut, adieu miteinander. Herzliche Grüße aus Bangkok. Au revoir.